Hallo, hier ist die Manuela von japanischlernen.at und wie du hier in meinem Hintergrund siehst, geht es heute um Eier und auch um das Osterfest. Zuerst mal zum Wort für Ei. Das Wort für Ei heißt auf Japanisch Tamago. Vielleicht kennst du schon von Tamagotchi, wobei Tamagotchi und Tamago ja zwei eigene Wörter sind. Also das Tamago von Tamagotchi ist natürlich das Ei. Dieses Chi hinten dran kommt von dem Englisch. Also ein japanisierten Wort aus dem Englischen watch. Und watch wird dann zu wochi. Und dieses chi hinten dran ist dieses chi, das bei Tamagotchi hinten dran ist. Genau, also Tamago watch. Also entweder das watch von anschauen, also schau das Ei an und schau, wie es sich entwickelt. Ja, fürs Ei interessanterweise gibt es zwei Kanji. Und zwar das allgemeine Kanji, schaut so aus. Und das Kanji, das verwendet wird, wenn es ein Eigericht ist, also zum Beispiel das Tamagoyaki, also diese gebratene Eirolle. Da sieht das Kanji für Juwel und das Zeichen für Kind. Ja, was kann man jetzt mit einem Ei? Also das Yaki von Tamagoyaki heißt braten, also das gebratene Ei, gebratene Eirolle eben. Was kann man noch machen mit dem Ei? Also man kann es nicht nur braten, man kann es auch kochen, also im Wasser kochen, also ein weiches Ei. Das heißt auf Japanisch Yude Tamago. Yuderu heißt etwas mit Wasser kochen. Man kann ein Ei auch roh essen. Das wäre dann ein Nama Tamago. Nama heißt roh. Es gibt nicht nur Nama Tamago, es gibt auch Nama Kurime, also Schlagsahne. Man könnte auch zum Beispiel das Ei mit der Schlagsahne vermischen. Das wird heißen Namakurime to Tamago wo mazeru. Mazeru heißt etwas vermischen. Das, was man hier vermischt, wird markiert mit to, und zwar das Namakurime to Tamago. Also die Schlagsahne und das Ei. Mazeru eben verwischen, vermischen. Das, was man vermischt, wird mit o markiert. Partikel für wen oder was? Namakrime to Tamago mazeru. Gut, was kann man auch machen? Naja, man kann das Ei in eine Schüssel hineingeben. Tamago boru ni ireru. Also die Schüssel ist auf Japanisch boru und ireru heißt hineingeben. Das Ziel, wo man das Ei hineingibt, also in die Schüssel ist das Ziel, wird mit ni markiert. Also ni hat verschiedenste Bedeutungen im Japanischen. Hier bedeutet es das Ziel der Handlung hineingeben. Das Ziel der Handlung hineingeben ist die Schüssel. Wen oder was gebe ich hinein? Das Ei. Tamago O. Das O bezeichnet das Objekt, das wen oder was das hineingegeben wird. Gut. Bevor man das Ei in die Schüssel gibt, müssen wir es eigentlich erst einmal aufschlagen. Aufschlagen heißt auf Japanisch Waru. Tamago Waru. Waru ist die neutrale Form. Ja. Also das Ei aufschlagen. Dann könnte man das Ei noch schaumig schlagen. Ja? Das wird heißen Tamago Awadateru. Awadateru. Awa ist der Schaum. Dateru aufstehen lassen, sozusagen. Awadateru. Also man schlägt das Ei schaumig. Tamago Awadateru. Ja, was könnte man noch machen? Wir könnten das Ei schälen. Tamago Muku. Muku heißt schälen. Wie oder was schäle ich das Ei? Deshalb mit O markiert. Tamago muku. Dann schauen wir uns noch an die einzelnen Teile vom Ei selbst. Es gibt natürlich das Eigelb, das heißt auf Japanisch kimi. Das Ki von Kiroi, von Gelb, und Mi der Körper, der gelbe Körper, also das Eigelb. Das Eiklar, also das Eiweiß, heißt Shiro-ni. Shiro von Weiß, Ni das gleiche, also wieder dieser Körper, der weiße Körper. Das Eiweiß, eiklar. Ja, was passt ganz besonders zu Ostern? Naja, die Eier färben. Das heißt auf Japanisch Tamago chakushoku suru. Chakushoku. Das Shoku, das Kanji, heißt Farbe. Das ist die chinesische Lesung. Chaku heißt etwas anbringen. Also chakushoku, Farbe anbringen. Tamago chakushoku suru. Eier färben. Ja, und dann sucht man natürlich die Eier. Das heißt auf Japanisch Tamago sagasu. Tamago sagasu. Sagasu suchen. Wieder was suche ich? Das Ei. Tamago sagasu. Ja,
Wer versteckt das Ei? Das ist der Hase. Gibt es das traditionelle japanische Wort Usagi. Und es gibt auch noch Rabito. Also vom englischen Wort Rabbit. Rabito. Das würde man euch dann in Katakana schreiben. Der Osterhase ist natürlich jetzt nichts Japanisches, also verwendet man hier das Katakana-Wort und sagt Iseta Rabito. Also Easter Rabbit. Iseta Rabito. Also Ostern heißt Iseta. Und wenn der Osterhase jetzt die Eier versteckt, verstecken heißt Kakusu. Das, was versteckt wird, ist in das Ei, also Tamago Kakusu. Und wenn ich sage, der Osterhase versteckt das Ei, es ist Isuta Rabito wa Tamago Kakushimas. In der höflichen Form und eben in der neutralen Form Kakusu. Statt Easter gibt es auch noch ein bisschen religiöseres Wort. Das ist das Wort Fukatsai. Fukatsu heißt wiederbeleben und sei das Fest. Also entweder Easter, die Katakana-Variante, oder Fukatsai. Fukatsuru, wiederbeleben. Oder wiederbeleben, ja, wieder auf, also auferstehen, wenn man schon diese Wörter verwenden möchte. Ja, das wäre es schon von meiner Seite. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein Happy Easter und kein Corona. Bis bald, deine Manuela von japanischlernen.at. Mata ne!